So. Also ein bisschen Symmetrie in die Burg reinzubringen, wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege. Mit Mathematik wahrscheinlich, ne? Ach, ignorieren. Schiefes Englisch und Englisch ist modern. Naja, das geht. Ich schon wieder so weit, dass ich jetzt hier einfach los die Dinger abbau, den Weg abbau und das schon wieder irgendwie in der Luft rumschwebe. Bringt mir ja nichts, wenn ich die Taste jetzt neu umlege für Schleichen, dann gar nicht drauf drücke, während ich hier abbau. So, und hier. Das sieht doch gut aus. Da kann was werden. Das kann was werden. Müssen wir da einfach runterbauen vielleicht. Überall sind Löcher drin hier. Wieso? Naja, hier bei unserem Burgfried. Ach so. Lebensgefährlich. Zwar nur für mich. Reicht ja. Würde ich sagen. Ja, wenn man keine weiteren Ansprüche hat, ja. So, da bauen wir später weiter. Das lassen wir jetzt einfach mal so rein provisorisch offen. So. Geht die Sonne schon wieder unter oder geht sie auf? Sie geht unter, gell? Runter. Ich finde diese 8-Minuten-Tage bei Minecraft eindeutig zu kurz. Richtig. Hätten sie ruhig ein bisschen länger machen können. Wollen wir uns mal schlafen legen wieder? Komme ich denn noch nach Hause oder ist das schon wieder alles abgebaut hier? Nee, nee, es steht noch alles. Du Penner, ey! Ich hab's Du doch gewusst! Arschloch! Das gibt's ja nicht! Nö, nö, ist alles kein Problem! Komm mal Gib mal runter! hier Mühe, extra eine Fallgrube zu machen und extra noch eine Lage Erde dann davor, dass man das nicht so sieht und dann läuft er dann vorbei, ey. Unglaublich. Den ganzen Gag ruiniert. Ja. Schau mal da hinten rechts. Das ist die Gang. Wo hin rechts? Die pogen da so ein bisschen Ah, an die. unserem Spring. Ja, oder auch nicht. Schade, dass man nicht schieben kann. Dann springst du mich mit allen wichtigen Sachen, die ich dabei habe, in die Luft. Ein bisschen Spaß muss sein. Ach komm! Naja, Teamwork, ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht klappt das ja. Oh, falsche Tür, hier ist ja nur Erde. Wie kommt denn das? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Was soll denn das? Wenn ich die Tür neu boote, Tür auf, Tür zu, immer noch verbuggt. Nein, da springe ich jetzt nicht rein. Aber da müssen wir uns irgendwie noch was Schöneres. Hast du das denn gesehen? Nicht sofort. Erst als ich dann irgendwie kurz davor war, reinzufallen. So gerade im letzten Moment noch abgefangen. So, die Burg nimmt langsam Gestalt an. Da oben haben wir jetzt einen Turm und dann mache ich jetzt hier noch einen hin. Was mache ich denn jetzt? Halbe Steine.
Habe ich schon wieder zu viel von dem Zeug. Den raus. Nimm mal den raus. Jetzt habe ich keine Fenster mehr, gell? Ich könnte solche Ich Löcher habe noch ein drin. paar, glaube ich. Solche Löcher drin lassen, aber da falle ich dann nur wieder durch. Also ich habe nur flache Scheiben. Auch gut. Jetzt bin ich hier um einen schief. Schepp sozusagen. Wirklich? Ist egal, ich mach's einfach zu. Wunderbar, fällt eh keinem auf. Ja, flache Scheiben. 8 Stück habe ich noch von den Blöcken. Muss ich vielleicht mal los, noch ein bisschen Sand sammeln. Das könntest du tun. Jetzt ist hier schon wieder ein Loch im Boden. So kann man doch keine Burg konstruieren. Nee, immer noch. Kann man denn, es ist sowieso eine großartige architektonische Leistung von uns, oben in der Luft anfangen, eine Burg zu bauen, aus dem Nichts sozusagen. Wie willst du sonst machen? Von unten nach oben? Das ist dein Baustil, sag ich's mal so. Drück ich's mal freundlicher. Sehr nett. Weiß ich, bin ich so. So, jetzt habe ich hier natürlich den etwas größer gemacht. Kann ich dann das trotzdem machen? Wenn es das geht. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Frag dich selbst, dann wirst du es wissen. Einfach mal machen und dann blöd gucken, wenn es nicht klappt. So, jetzt brauche ich doch meine Glasscheiben. Ich bin erneut. Brauche ich Schaufeln? Schaufeln, Schaufeln. Habe ich ein paar gemacht. Es sind noch Linien und ein paar in der Kiste. Ja, ich will ja hier die guten Eisenschaufel. Was die guten. Du verhämmerst mein ganzes Eisen. Nee, ich hab mir selber welches geholt. Ja, wir wollen noch einen Tram bauen, denk dran. Ah ja, stimmt. Apropos Tram, hast du mal oben auf unsere wunderbare Spontanhütte geguckt? Spontanhütte? Ja, die da wo du gerade drin bist, unser Möchtegern-Domizil. Oben drauf. Ach, das wurde mir gesagt, ja, habe ich noch gar nicht. Könnte man Schutschuhzug fahren, oder? Ja, Schutschuhzug. Ich habe keinen Schutschuhzug. Ich muss mir einen Zug bauen. Eisen haben wir ja noch. Ja. Was gut wäre, wenn wir so einen Kartenmod installieren würden. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. So am besten. Wenn ich jetzt loslaufe und das Sand suchen gehe. Merk dir doch einfach die Koordinaten. Minus 185, 95, 1121. Oh, ich glaube, ich könnte stundenlang hier oben im Kreis fahren. So, wenn ich es da reinschreibe, dann finde ich es eh. Am Rumheizen hier. Juhu! Nicht so schnell, sonst kotzt du wieder. Ich will das nicht wegmachen. Ach, wir haben eh noch ein bisschen Sand in der Kiste. So. Ich würde sagen, ich gehe einfach los. Ja, man sieht dich. Vielleicht. Nee, ein Bett brauche ich nicht. Bin schnell wieder da. Ich grab hier einfach den See aus und dann ist gut. Vernünftig, ja.
sowieso gefroren, von daher ist egal. Ja. Fällt ihm ja eh nicht auf, dass ich dem den ganzen Sand klaue. Echt lustig, wie krass gefroren das alles ist. Und warum? Am Ende gibt es wirklich Jahreszeiten in Minecraft. Und jetzt gerade, wo der Winter kommt, ist in Minecraft auch alles zugefroren. Aber so eine Stadtmauer aus Sandstein werde ich, glaube ich, nie wieder bauen. Nein, ich auch nicht. Das ist so viel Aufwand. Wenn ich mich da an den letzten Server erinnere, wo ich das gemacht habe, da war ich Tage beschäftigt. Auch wenn du einen schönen Sandspot hast, wo viel Sand übereinander ist und du baust mit Kerzen ab, geht das ganz fix? Ja, aber mittlerweile ist das ja so, dass da jetzt immer noch mehr Sandstein auch dazwischen ist. Zwischen dem ganzen Sand. Das kannst du dann wiederum nicht so schnell abbauen. Ja, das stimmt. Und dann wird das alles schon gar nicht mehr ganz so leicht. Ja, fällt bestimmt keinem auf, dass ich hier einfach Dinger zum Sand klaue. Also wir könnten hier Ziegelsteine, also Steinziegel machen. Das hätte was, ja. Sieht das mal ein bisschen anders aus, nicht immer nur hier dieses Gebröckel da. Bloop. Erste Schaufel schon hinüber. Es geht bei Sand verdammt schnell, ne? Ja, schon. Wobei es bei Sand keinen Unterschied mehr macht, finde ich, ob du jetzt Stein oder Eisen nimmst. Das ist so ein marginal Unterschied. Ja, ich habe jetzt eine Eisenschaufel, aber die hält halt einfach nur ein bisschen länger. Aber grundsätzlich ist gerade für solche Sachen der normale, die normale Steinschaufel schon völlig ausreichend. Ich leite hier einfach mal den ganzen See um irgendwie. Wir haben ja so viel noch nicht gemacht in Minecraft. Im Moment sind wir ja nur am Bauen, nur am Ideen haben und versuchen umzusetzen und sowas. Mhm. Wir waren ja nicht mal auf Dungeon-Suche. Ich hab doch schon eins gefunden. Du hast schon eins gefunden. Jo, so das erstbeste Loch, wo ich mich reingegraben habe, war ein Dungeon drin. So, so. Das erstbeste Loch, wo du dich reingegraben hast, war ein Dungeon drin. Mhm. Ich glaube, da möchte ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Tja, je später der Abend, desto fröhlicher die Gäste. Tja, bald ist es soweit. Star Wars. Was? Ah, hier ist wieder so ein Creeper, der hat fast unsere kleine Farm gesprengt. Nicht schön. Du wolltest was über Star Wars sagen. Ja. 15. Amazon hat mittlerweile aktuelle Mails rausgeschickt. Ab dem 15. kann man schon spielen. War für Vorbesteller ja sowieso irgendwie teilweise schon klar, dass das kommt. Aber jetzt auch offiziell angekündigt. Und es wird jetzt definitiv so sein, dass man ab dem 15. sich einloggen kann und loslegen kann. Die Beta selber lief ja relativ stabil, wie ich fand. Das ist schon nicht schlecht gewesen. Ah ja, jetzt bin ich hier bei deiner Hütte. Ich werde einfach mal hier deinen Vorhof bisschen planieren. Sicherlich kein Problem. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Du kannst das natürlich gerne machen. Mensch, also musste ich nicht vorher irgendwie erst beim Amt irgendwie einen Antrag stellen. Planierungsantrag. Natürlich, Bauamt. Bauamt. Hör mal, das ist immerhin deutscher Server, ja? Ah ja, stimmt. Also eigentlich müssten wir hier schon Bauamt-Richtlinien einhalten. Wäre schon nicht verkehrt, gell? Ich hätte das nachher alles abreißen müssen. Ja, das wäre nicht gut. Nee. Apropos Bauamt.
Ja. Kennst du dich mit den Bauvorschriften an deinem Ort aus? Nö. Ich weiß nur von ein paar Kumpeln, dass die total bescheuert sind. Ah, da gibt's.